So, guten Tag, hier bin ich wieder mit einer weiteren Aufnahmesession von SmackDown vs. Raw 2005. Ja, bevor ich mit der Season weiter anfange, möchte ich euch ein paar meiner CAWs zeigen. Oder einfach, ja, einfach mal zeigen. Ach Quatsch, nicht Cradle Moveset, mein Fehler. Die ich erstellt habe und welche ich von anderen Packs so zusammengenommen habe. Man kann ja leider bloß 30 insgesamt machen im Spiel. Also, Cradle CAW im Moment. Oder Cradle Superstar so. So, was haben wir denn hier alles? So, unsere Sin Cara habe ich jetzt fertig mittlerweile. Der sieht wie folgt aus. So, ich denke, für das, was das Spiel hergeht, ist er mir doch relativ gut gelungen. Außer im Gesicht, ich zeige das Ganze mal, Face Morphing. So, hier. Die Maske war ziemlich schwer zu machen. Also das hier unten, das ging ja, diese Streifen da. Aber ihr seht schon dieses Muster da, das war für mich das, was am nächsten Rand kam. Und dann habe ich da halt noch eine Maske draufgelegt, oder so ein Painting, damit es ungefähr aussieht. Aber von der Entfernung her sieht man das sowieso nicht. Und diese Hörner, die sind nicht ganz dran, ne? Aber ansonsten geht's eigentlich. Hoffentlich. So, bei wen habe ich noch gemacht? Ansonsten die anderen hier, wie Brock Lesnar, AJ Styles, Kalito, Goldberg, Hulk Hogan, Kevin Nash und so, habe ich alle von CAWs.ws, also CAWs. .ws genommen, also so ein Safe State und denen von einem Memory Card zu einem Memory Card rüber kopiert so. So, ab hier. Grandmaster 6 habe ich noch selbst erstellt, aber mit einer Anleitung und Zack Ryder, den habe ich vorhin selbst erstellt. Das zeige ich euch mal. Da sind mir aber die Ebenen ausgegangen, also man kann da bloß irgendwie bloß 32 Ebenen machen. Und was doof ist, man kann nicht auf der Unterwäsche bedrucken. Ja. Also das da unten, die sieht die True Long eine Story-Zeichen, konnte ich noch so halbwegs machen. Also so sieht der Match aus und in der Cutscene und Entrance sieht er so aus. Eigentlich wollte ich Broski da noch was hinterlegen und so. Und ihr seht schon, dieses Kopfband ist auch nicht so perfekt, aber es gab kein besseres. Ja, habe mir eigentlich auch relativ viel Mühe gegeben. Gut. Gehen wir mal raus und wir starten damit, wo weswegen ihr alle hier seid. Und zwar, ihr wollt Angelo Ring, ihr Ding in Action sehen, Season. So, continue. Mal gucken, wo waren wir das letzte Mal denn? Okay. Start Program. Dann machen wir mal, wa? Ach ja. Wo waren wir das letzte Mal überhaupt? Keine Ahnung. Oh, Eric Bischoff. I was just looking over the ratings of last week's Ach cage match, so, was verloren and haben. they're through the roof. SmackDown didn't have anything that could touch them. Yeah, it was a good match, but it would have meant more if my title had been on the line. Why couldn't you have made it a title match? Listen, champ, you're a big draw as a champion. You're my golden egg-laying goose. I am not going to jeopardize that by risking your title. Das hatten wir doch auch schon mal. Now go and get ready. You're in the main event again tonight. Non-title match, naturally. Well, I've heard of champions who risk their titles, but I've never heard of a general manager who didn't. Okay. I don't think the fans are gonna like this. Also scheint wieder ein bisschen ähnlich zu sein, die Story wie letzte Season wieder. Aber wir gucken mal, was wir daraus machen. Okay, Regeln sind klar. Oh, der Nature Boy. No homo. Ne? No? Muss mal aufnehmen hier. Beziehungsweise am Wochenende oder Moment, ich gucke eben das Datum nach. Vom 15. Nein, vom 14. zum 18. Oktober kann ich wahrscheinlich gar nichts aufnehmen, weil ich da denn nicht an meinem PC bin. Und ich da nur so bunt habe. Ich könnte zwar dann aufnehmen irgendwie, aber da muss ich erst mich ein bisschen reinversetzen ins ganze Geschehnis und so. Und naja, mal gucken. Vielleicht mal Community zocken. Muss sehen, wie ich das hinbekomme, weil auch für Ubuntu, weil ich da halt bloß Ubuntu und, da will, und ich will auch bloß Ubuntu haben, da gibt es kein ordentliches Stream-Programm, jedenfalls keins, was Games relativ flüssig streamen kann. Aber jetzt weiter zu SmackDown vs. Raw. So, er verkackt beim dritten, also Chris Jericho verkackt beim dritten Mal seinen, ja, sein Dings da Gedöns, ach, keine Ahnung. Boah, muss ich mir erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Ich spiele zwar die ganze Zeit, aber bin dann so nur am CWs erstellen. Ah! So, machen wir erstmal hier. Boots Bulldog! Und Taunton. So.
Tornado DDD und Dropkick to the back. Machen wir mal eine Powerbomb. Oh, die sitzt sogar. Kaboots. Nein. Nein. Bulldog. Und Springboard. Legged Drop hinterher. Übrigens, ich habe auch ein neues Projekt geplant, aber nicht jetzt auf Franzockt und nicht auf Gaming bezogen, sondern ich habe mir so vorgenommen, einfach bloß aus Langeweile. Ah, scheiße. Einfach mal Wrestling-Matches zu kommentieren, so. Also, ich nehme zum Beispiel jetzt die neuesten Matches oder so. Also, mache ich dann auf dem extra Kanal. Mache dann ein bisschen die Tonspur leiser, damit man die englischen Kommentare nicht hört. Und kommentiere das Ganze dann für die, die das auf Deutsch gerne gucken wollen. Beziehungsweise, ja, ich will einfach damit ein bisschen Einhalt bis Langeweile. Oder ich kann mir vorstellen, dass mir relativ viel Spaß macht. Und wäre cool, wenn ihr das Ganze dann auch gucken würdet. Ja, weil ich glaube, für die Leute, die es auf Deutsch gucken, die deutschen Raw-Folgen kommen erst donnerstags immer raus. Auf Premium, ach Quatsch, auf Sky. So, KDG, Boots. So, ach, Rope, ne? Jo, vielleicht mache ich ja noch Classic-Matches und so. Das muss ich mal sehen, ne? Ey! Bam! Nein! Nix Rope Break. Spinnst ja wohl. Oh man, Quick Move. Ein Quick Move, no mo. Hier, dein. Auch schon wieder Rope Break. Bisschen in die Mitte ziehen. So, oh Mann! Ja, das was uns stört, stört dich aus, wa? Jericho. So, jetzt Headlock von ihm. Ah, ja. So, Leg Drop. Nur was? Von, keine Ahnung, ey. Leg Drop wurde ja noch nie gekontert von mir. Also jetzt ein Springboard. Oder ich hab's nicht gemerkt oder ich hab's nicht in Erinnerung. So, machen wir mal eine Education hier. Boots! Oder Education. Vorbei, aber ich brech mal ab. Ich will nochmal einen Super KTG machen. Spinnt er ein bisschen. Eigentlich hat er gekontert, aber ist okay. Button Smashing. Kann ich mittlerweile ein bisschen besser. So. Mann, raste nicht aus. Ein Moment. So, wieder da. Klappt alles. Ich habe nochmal Soundwelles gecheckt und ob das Mikro auch nicht funktioniert. Ah, ey. So, ey. Raste aus, genau, raste aus. Alter. Ich hab wirklich schon in den letzten Tagen öfters Probleme gehabt, gegen CPU anzukommen, was ein bisschen peinlicher ist schon. So. Boots! Nein, wir wollen ja Super KTG machen. Bam, bam, bam. Na, ja, kommt davon. So, Body Press, Drop. Er sollten wir mal Finisher haben, oder? Nö, noch nicht, aber das kriegen wir schon. Mit ein bisschen Tauten auch hin. So, Elbow. Wenn er aufsteht. Ey. Was? Fick dich. So. So, Super KTG.
Super! KTG, wie gesagt, go and kiss the ground und. 1, 2, 3! Bam, bam, bam! Ja, Mann, gewonnen! Ah, ja, schön, wunderschön. Und? Wow, that was a real main eventer. Those two had one heck of a fight, even if it wasn't a championship match. Yo. I find it hard to believe that this can go on, King. How much longer can Eric Bischoff continue to protect his champion with non-title match? Weiß ich nicht. Ich will auf jeden Fall ein Title Match, auch wenn wir ihn verlieren. Dann haben wir mal ein bisschen Action in der Storyline. Ja. Oh, der Geld. Sehr nett. Ach, schön. Now loading. Und? Was geht ab? The ratings for your match last week were absolutely off the charts. I can't remember the last time I've seen ratings that high. Okay. Oh, Kane! Und Triple H. Hey, I want to know what the deal was with the last two main events. Cage matches are career... Ja, das kennen wir auch schon. ...matches. And you didn't even give me a title shot. Yeah, I don't usually give a damn what this guy thinks, but he's right. The belt should have been on the line. Er hätte gewonnen. You know what, Bischoff? I'm the champ, and I agree with them. If they're going to put their bodies on the line like that, then they deserve a title shot. Look, I'm not going to get bullied into anything. This is my show, and you can either get out of my office or get out of WWE. Mhm. Well, I'm glad they're gone. Now, if you thought the last two main events were something, listen to this, champ. Okay. Tonight, I booked you in a 10,000 triple threat ladder match challenge. Okay, will my title be on the line? Will your title? What a kidder. What a kidder, of course not. Now go get ready, champ. Mm. I find it blöd, dass bei zwei Titeln fast die gleiche Storyline ist. Ja. Alles klar, $10,000 sind in Ordnung. Dagegen habe ich nichts. So, no loading, load schneller bitte. Und wir holen uns sofort die Leiter. Ja, beide auf mich sofort, ne, Restor. Ja, Synchronstuhl holen oder was? So, wird das wirklich so schnell gehen? Alter, scheiße. Hätte wirklich funktioniert. Ey. Ey, ich hätte jetzt schon einen Titel haben. Die Kohle haben können. Jetzt aber. Schönes Match. Gute CPU. Ah, $10,000 reicher. Ach ja, schön, ne? Ich mag solche Matches, ihr nicht auch? Look at that, JR! He just won $10,000! Oh man, this is his lucky day. I wonder what I'd buy if I won $10,000. Maybe a trip to the... Well, there's one thing you can't buy with $10,000. Jo, kennen wir alle schon. Blödes Mikro. Jericho! Hey! I want a word with you, Jerry. Oh. Okay. After that match last week, I deserve a title shot this Sunday at SummerSlam. Mm-hmm. That's just not going to happen. I... Oh! So do I. Me too! We put our bodies on the line for your ratings. And what do we have to show for it? Nothing! Yeah. And where are your ratings going to be if all of us decide that we're done playing your games, huh? Okay, calm down. Ah, Fortal 4-Way match. You all felt so strongly about this. Yeah, it's cool. This Sunday, Six-Man, oh. How's that? Boah, wieder Commentator-Action da, wa? Commentator-Action. Weil wir kommen ja bestimmt als letztes rein. So wie ich das kenne. Ja, schon mal meine Commentator-Skills ein bisschen üben, haha. Aber ich kenne das Ganze ja mittlerweile. Was sind wir jetzt? Part
44, jo, 44, 45.